Herr Jaron. Ich habe ihn gebeten, ein Statement vorzutragen, was nicht von ihm ist, sondern vom Landrat. Landrat Reuß lässt uns herzlich grüßen. Er kann heute leider nicht teilnehmen, aber er hat uns eine schriftliche Erklärung übermittelt, die Herr Jaron jetzt vortragen wird. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich lese diesen Brief von Herrn Landrat Reuß sehr gern vor. Er lässt Sie alle herzlich grüßen und freut sich, dass es zu dieser Veranstaltung gekommen ist. Er schreibt: Liebe Aktive von Bund Stadt Braun, ich möchte mich zunächst auf diesem Weg sehr herzlich bedanken, dass Sie mit der Kundgebung und Mahnwache heute ein deutliches Zeichen setzen gegen Morddrohungen und rechten Terror. Insbesondere auch Morddrohungen gegen Politiker bis hinunter auf der kommunalen Ebene. Besonders die Morddrohungen gegen Staatsminister Michael Roth zeigen auf, dass sich in unserer Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch im rechten Spektrum, nicht nur eine hohe Gewaltbereitschaft zeigt, sondern wir nun mit allen demokratischen Mitteln dagegen angehen müssen, dass es zu einer weiteren Verschlimmerung der Stimmungslage, aber vor allen Dingen auch der Stimmungsmache in unserem Land kommt. Wir müssen alles dafür tun, dass unsere Demokratie geschützt wird. Deswegen gilt es, den Mund aufzumachen und dafür einzustehen, dass unsere demokratische Rechtsordnung, unser demokratisches Miteinander sich nicht verändern lässt und wir insbesondere vom rechten Rand her Gefahren sehen, denen es sich deutlich entgegenzustellen gilt. Hate Speech, Hass, Hasskommentare, Gewalt, Gewaltandrohungen, verbale Entgleisungen, aber auch alle Anleihen an eine Sprache, die wir als längst vergessen hofften, müssen Anlass sein, nicht nur wachsam, sondern wehrhaft dagegen aufzustehen. Dies tun auch heute mit dieser Protest- und Mahnwache viele, die in unserem Werra-Meißner-Kreis auch in den vergangenen Jahren ihre Stimme erhoben haben. Das ist gut so und so sollte es auch bleiben. Daher bedanke ich mich bei allen, die klar Position beziehen, die Haltung zeigen gegen rechten Terror, Rechtsextremismus und rechte Scharfmacherei. Nein, wir leben in einem friedlichen Miteinander und dies soll auch für die Zukunft so bleiben. Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus, Gewalt und verbale Entgleisungen haben bei uns keinen Platz. Dies sagen wir mit einem klaren und deutlichen Ja zur Demokratie, Ja zu unserem Staatssystem und Nein zu allen rechten Umtrieben, auch denen, die es im Werra-Meißner-Kreis gibt oder die sich auch entwickeln sollten. Schweigen ist keine Antwort auf die Bedrohungen, die sich andeuten. Stimme erheben, wachsam sein, das ist die Antwort der Stunde. Und dies sollten wir alle gemeinsam deutlich tun. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Reuß. Lassen Sie mich noch kurz etwas zusätzlich sagen. Auch die Arbeit der Wohlfahrt, in deren Vorstand ich gemeinsam mit Wilhelm Holzhauer, der ebenfalls hier ist, bin, lässt Sie herzlich grüßen. Wir stehen hinter dieser Veranstaltung. Wir unterstützen das, was hier gesprochen und gedacht wird und werden uns in die Reihen derer einreihen, die ihre Stimme erheben. Für uns als AWO sind unsere Grundwerte, für die wir leben und für die wir aktiv sind, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz. Und Toleranz heißt für uns, das Anderssein auszuhalten, andere als Menschen zu respektieren. Wir als AWO tolerieren alle Weltanschauungen, Religionen und Kulturen, die Selbsttoleranz praktizieren und mit uns auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung stehen. Intoleranten, fremdenfeindlichen und undemokratischen Bestrebungen treten wir entgegen. In diesem Sinne grüßen wir Sie recht herzlich und bedanken uns, dass Sie hier sind.